Der Indie-Publisher Devolver haut uns am 5. April ein neues Spiel um die Ohren. Es heißt Enter the Gungeon, es kommt im Pixel-Look daher, es setzt auf Permadeath sowie Zufallselemente und ist spielerisch eine Mischung aus Twin-Stick und Bullet-Hell-Shooter. Vor ein paar Jahren hätte uns diese Beschreibung wirklich neugierig gemacht, doch mittlerweile werden Steam oder das PlayStation Network unter einer Flut von prozedural generierten Pixel-Roguelike-Permadeath-Indie-Survival-Sandbox-Schlag-mich-tot begraben. Und als sich die Entwickler des Spiels, das Vier-Mann-Studio Dodge Roll, zum Redaktionsbesuch ankündigten, da dachten wir, naja, könnte ja ganz nett sein. Aber am Ende war es mehr als nur nett. Enter the Gungeon gefällt uns nämlich richtig gut. Gleich zu Beginn eine positive Überraschung: Das Spiel ist weitaus weniger chaotisch, als es sein Trailer andeutet. Bei der hier gezeigten und von uns gespielten PC-Version sind wir in kürzester Zeit mit allen wichtigen Mechaniken vertraut und wagen den Abstieg in den Gungeon. Dort erwarten uns 5 Etagen voller schwer bewaffneter Gegner, zahlreiche Secrets und Geheimlevel und vor allem massig Waffen. Die sind schließlich das Thema des Spiels, Opfer zahlreicher Wortwitze und Ziel unseres Abenteuers. Denn am Ende des Gungeons wartet eine Waffe, die Zeit töten kann. Bis dahin geschafft haben wir es aber nicht, denn auch wenn Enter the Gungeon nicht überfordert, sondern stets schön kontrollierbar bleibt, wird es rasch sehr fordernd. Das Basis-Gameplay geht leicht von der Hand. Ein oder zwei Spieler schnappen sich einen Charakter, steigen in den Aufzug und erkunden die verschiedenen Räume des Gungeons. Diese sind allesamt handgefertigt. Wie uns die Entwickler verraten, wären Zufallslevels und Zufallsgegner rasch ziemlich frustrierend. Jeder Raum ist also machbar. Allerdings sind die Räume jedes Mal zufällig arrangiert und es gibt Zufalls-Loot zu finden. Geballert wird in üblicher Twin-Stick-Manier, wir spielten mit PS4-Gamepads. Dann gibt es noch eine essentiell wichtige Ausweichrolle, während der wir unverwundbar sind. Dazu kommen noch diverse passive Buff-Items sowie ein benutzbares Spezial-Item. In Truhen finden wir neue Items oder Knarren, außerdem gibt es in jedem Level einen Shop, in dem wir gefundenes Gold ausgeben können. Und gerade weil wir uns ohne Zeitdruck und immer nur Raum für Raum durch das Spiel kämpfen, spielt sich das alles angenehm taktisch und überfordert uns zunächst nicht. Die Bosse hingegen sind da schon ein ganzes Stück knackiger, hier wird deutlich, dass auch ordentlich Bullet-Hell-Shooter in Enter the Gungeon steckt. Pro Level wird übrigens einer von 3 möglichen Bossen zufällig ausgewählt. Dieser hier dürfte Metal Gear Solid-Fans etwa ziemlich bekannt vorkommen, oder? Spätestens mit der 2. Ebene wird das Spiel dann aber wirklich anspruchsvoll und wir stoßen rasch an unsere Skillgrenzen. Wer einen Run erfolgreich beenden will, der braucht definitiv Übung und ein Verständnis für alle Items und Spielelemente. Laut der Entwickler dauert ein normaler Durchgang ohne Secrets und Nebensachen so etwa 40 Minuten. Oh, und natürlich macht das Spiel seinem Namen alle Ehre. Wir werden zwar nicht gerade unter neuen Waffen begraben, doch immer wieder finden wir neue Knarren. Weit über 100 gibt's im Spiel und je mehr wir zocken, desto größer wird der Pool an möglichen Waffen und Item-Drops. Auch wenn es also ein Permadeath-System gibt, können wir mit der Zeit die Chancen ein wenig in unsere Richtung beeinflussen. Und was für schöne Waffen es gibt. Etwa diesen Einhornstrahler inklusive kitschiger Musik. Oder hier ein Schwarm-Raketenwerfer, sehr mächtig, aber leider mit langer Nachladezeit. Die ist generell ein Faktor, den man unbedingt beachten sollte. Und ach, es gibt noch massig Strahler, Werfer, Knarren und Schießprügel aller Art. Wir fühlten uns angesichts der Tatsache, dass wir beim Beginn eines Durchgangs nicht wissen, welche Waffen und Items wir wohl ergattern werden, stark an The Binding of Isaac erinnert. Mit etwas Glück greifen wir da ebenfalls die mächtigsten Power-Ups ab und haben eine tolle Zeit, oder aber wir beißen rasch ins Gras. Apropos ins Gras beißen, bei einer Koop-Partie, die leider nur lokal möglich ist, verwandelt sich der erste gestorbene Spieler in einen Geist, der Gegner schubsen oder alle paar Sekunden mit einem Energieblitz Projektile zerstören kann. Ihn wiederzubeleben ist aber nicht leicht, dazu müssen wir in einem Level erstmal eine Schatztruhe finden,
In der befindet sich dann statt eines coolen Items unser quicklebendiger Mitspieler. Ach, das ganze Spiel wirkt richtig charmant und durchdacht. Wir schämen uns direkt am Anfang reflexhaft, könnte ja ganz nett sein, gedacht zu haben. Wer also glaubt, beim Twin-Stick-Ballern echt was drauf zu haben, wer den Look des Spiels mag und wer kein Problem damit hat, wieder und wieder und wieder und wieder zu scheitern, bevor er endlich mal erfolgreich ist, der kann sich wirklich auf Enter the Gungeon freuen.